George Lucas bin ich. Das hintere Licht muss ein bisschen weiter nach links noch. Ich bin auch komplett, also mein linkes Ohr ist komplett taub ungefähr. Alle Aufnahmen, die wir gerade gemacht haben, können wir eigentlich wegschmeißen. Wirklich, die brauchen wir nicht. Wir brauchen nur diese eine Aufnahme. Jo Leute, was geht? Ich nehme euch heute mit zu etwas, was nichts mit Radfahren zu tun hat. Da ist schon Patrick Sturm, kennt ihr aus Bike-Videos, den Jan und den Richard hier. Hallo. Am Steuer. Irgendwo ist auch der Yannick. Wo ist er? Da ist er. Und wir drehen heute ein neues Musikvideo in Düsseldorf für meine Band Buried a Liar. Und wird alles wieder aufwendig. Nicht ganz so aufwendig wie letztes Mal mit den Wölfen, aber dennoch aufwendig. Natürlich wieder mit dem Timo dabei, der das Ganze hier produziert. Und auch für die Leute, denen Metal oder Metalcore zu extrem ist als Musikrichtung, denke ich, wird das heute ein ganz cooles Video mit vielen Einblicken hinter den Kulissen, wie sowas abläuft. Richard, hast du Bock? Ja, heute drehen wir mit Königspudeln. Ja. Wilde Tiere. Ja. Der war gerade noch zutraulich. Ich glaube, der mag dich nicht, Richard. Ihr dürft euch auch nicht hinknien und die Hand hinhalten. Nee, Hans, so ist das. Super. Bei mir funktioniert das, weil ich hab's okay. Rot, ne? So, Leute. So, hier ist der Timo aus dem letzten Video, kennt ihr, der gibt uns jetzt Anweisungen. Moin, moin. So, alles klar. So, wir sind jetzt alle angekommen. Hier drin ist die Toilette. Alle Leute können sich merken, also wenn ihr irgendwann mal pinkeln müsst, viel Kaffee getrunken habt, einfach hier vorne reingehen. Da haben wir auch ein kleines Wohnzimmer. Das heißt, ihr könnt euch da breit machen. Wir werden auch hin und wieder, wir haben viel zu viele Daten. Ich filme ja wieder mit der Red, ne? Das heißt, ich muss hin und wieder einfach mal Daten sichern. Das heißt, ich werde dann irgendwann für eine halbe Stunde immer hier in dem Wohnzimmer versteckt sein. Das heißt, ihr habt dann auch Pause. Falls es zu kalt wird, einfach da drin aufwärmen. Okay? Deine Redegeschwindigkeit ist der Hammer. Supi. Wir haben hier so große Scheunen, riesige Pferdeställe und so weiter. Also wir haben super viel Platz, können da alles aufbauen. Wir gehen auch jetzt direkt los, okay? Let's go. Timo ist auf jeden Fall top. Der ist immer on point, der ist immer schnell, der ist zack, zack, zack. Hier hinten ist übrigens unser ganzes Band-Equipment drin. Sprich Schlagzeug, Verstärker, Instrumente, alles am Start. Ja, Richard, jetzt fahren wir mal weiter. Oh, da wird es jetzt eng, Leute. Guck mal hier vorne. Da müssen wir aufpassen. Du hast da was kaputt. Ich weiß. Ich habe geschrien, dann ist das gebrochen. Oha. Jurassic Park. Da ist der Jurassic Park. Sieht echt so aus, ne? Ja. Original. Hast du eigentlich immer noch Angst, dass sich eine Ente beobachtet? Ständig. Ich habe auch Angst vor Brücken. Wie nennt man nochmal die Phobie, wenn man Angst hat, das einzeln? Das weiß ich nicht mehr genau, das wollte ich vergessen. Wir müssen die Heuballen auf jeden Fall gleich alle zusammen einmal kurz zur Seite packen irgendwie. Kriegen wir aber hin. Oder wir machen es so, dass wir nur nach dahin filmen. Die Pylone, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir viel Platz nach hinten, viel Tiefenschärfe, mit der wir arbeiten können. Wir haben tatsächlich in alten Projekten auch diese roten Fenster, ne? Die haben voll den eigenen Charme, wenn du das anschaust. Das Licht ist da irgendwie ganz cool. Die können wir alle nutzen. Wir haben ja schon so viele Sachen früher gedreht mit irgendwelchen Models, die miteinander rumgeknutscht haben und so ein Scheiß. Alles schon gemacht. Aber vor Jahren, da hatte ich auch noch nicht die Red so. Das heißt, das wird jetzt. Ja, oder so, ne? Ihr könnt ja knutschen. Der Wolfgang kommt ja auch noch später. Aber das heißt, das wird Premiere mit der Red. Ne? Das heißt, wir können jetzt richtig hochwertigen Shit hier drehen. Ich habe richtig Bock darauf. Und wir werden es vermutlich ein bisschen ähnlich machen wie beim letzten Video, dass wir einfach euch quasi alle positionieren, ein paar Lichter von hinten, Nebelmaschine und ihr performt dann einfach so richtig geil. Und dann schauen wir einfach, was der Tag so bringt. Ne? Also kann sein, dass wir hier so in 3-4 Stunden schon fertig sind, kann aber auch gut 6-7 Stunden dauern. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen erstmal Folgendes. Ihr alle holt jetzt erstmal eure ganzen Boxen, das ganze Setup, bringt das rein. Kevin, Mo, wir holen erstmal die ganzen Filmsachen und so weiter rein, weil wir müssen jetzt erstmal eine ganze Menge schleppen und Wolfgang wird dann erstmal kommen, dann wird er angekleidet und so weiter und so fort und dann können wir uns nochmal Gedanken machen, wo wir das genau machen, weil wir haben jetzt so 2-3 verschiedene Optionen, suchen wir uns die beste dann einfach gleich aus. Gleich. Habt ihr Verlängerungskabel und so? Coole Jacke. Ja. Als ich das gesehen habe, als ich das Design gemacht habe, wusste ich, das unbedingt auf einer Jeansjacke haben. Dann hast du einfach hier so einen Pulli von mir zerschnitten oder was, mit deiner Zeichnung drauf. Ja. Krass. Wir brauchen jetzt Strom für die PA-Anlage, für die Gitarren, Bassverstärker, fürs Licht vom Timor und so weiter.
So Leute, ich habe euch ja eben schon angekündigt, wir haben heute einen Schauspieler am Set, den Wolfgang. Und er wird hier so ein bisschen die Story begleiten bei uns im Musikvideo. Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang, ich bin 46 Jahre alt und wenn ich groß bin, will ich Tierärztin werden. Nein, ich bin natürlich, ich bin Schauspieler. Unter anderem verdiene mein Geld noch mit was anderem, aber heute bin ich als Schauspieler hier. Sehr gerne gebucht für die bösen Rollen, aber heute bin ich der Papst. Was machst du sonst so? Wie sehen sonst so deine Projekte aus? Ich habe bei dir auf Instagram gesehen, da war eigentlich alles dabei. Genau, ich mache viel Theater im Moment, spiele Krimi-Dinner, spiele ein Kindermusical und ein Kinderstück im Theater. Und ansonsten halt, was so kommt, viel Werbung gerade und ansonsten halt alles, was dann gerade so anfällt. Sehr cool. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil es ist jetzt unser zweites Musikvideo. Beim letzten Mal haben wir mit Wölfen gedreht. Ja, und heute mit Wolfgang. Genau. Ne? Passt doch das gut. Das passt. Sehr heute schön. Nicht nur ein Wolf, sondern die ganze Wolfgang. Wird gerade schon aufgebaut für den Wolfgang. Da sitzt gleich der Wolfgang. Frischer Fisch. Hier, der Fisch soll hier mit drauf, ne? Das ist halt ein Kaviar oder Zander. Das ist eine Forelle. Ich hasse Fisch. Wie soll ich die denn legen, so? Ja. Arbeitet ihr sonst im Restaurant? Also, Alter, das ist ja sogar hier so Handschuhe an, ja, Mann, so ey, wie so ein Gourmet. Ich habe tatsächlich eine richtig geile Idee. Wenn wir uns das hier anschauen, das Set sieht ja schon fantastisch aus, keine Frage. Wolfgang, geh mal kurz einen Schritt zur Seite mit dem Kelch und so weiter. Das wird richtig geil aussehen. Aber wenn ihr euch die Wand anschaut, ne, die ist total vergammelt und so, aber da sind so ganz leichte Schlitze hier drin. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt meine fetten Ari-Lichter von hinten aufstellen und die richtig durchballern lassen, alle Lichter, die ich habe, könnte das einen ganz coolen Effekt geben, wenn die Lichter hier durchklallen. Ja. Ich habe noch Nebelmaschine, das heißt, es könnte es noch cooler wirken lassen. Schauen wir mal. Hier werden jetzt schon mal nach und nach die angesprochenen Lichter aufgebaut vom Timur. Ihr seht, das sind auf jeden Fall auch als Laie erkennbar, die Dinger haben Wumms. Ja. Timur. Ja. Die Leute, die das beim letzten Video, beim Making-of-Video, das vielleicht nicht gesehen haben, stell doch mal kurz das Equipment vor, mit dem wir heute hier filmen. Also heute haben wir deutlich weniger als letztes Mal dabei, weil wir einfach ein bisschen minimalistischer arbeiten wollen. Das hier ist eine Red Kinokamera. Das ist dieselbe Kamera, also dieselbe Marke, mit der quasi auch Kinofilme wie jetzt, keine Ahnung, Guardians of the Galaxy und die ganzen neuen Star Wars Filme und so weiter gedreht werden. Das ist auch mein ganzer Stolz. Damit werden wir hier heute agieren. Normalerweise habe ich dieses Gerät immer noch in einem Gimbal. Das sind diese Kamerastabilisatoren. Das machen wir heute nicht. Ich werde wirklich das ganze Ding, das gesamte Video werde ich aus der Hand filmen. Ich werde hier einfach nur so rumlaufen. Also ich denke, wir werden auch keine Aufnahme haben, wo wir es irgendwie abstellen werden auf dem Stativ. Es soll ja kein ruhiges Musikvideo werden, es soll ein bisschen wilder werden. Dementsprechend werde ich auch filmen. Das heißt, heute ist eigentlich nur die Red am Start und ansonsten ein Equipment. Der Rest des Equipments ist eigentlich schon drüben, das sind die Lichter. Ne? Nebelmaschine, Lichter, Kamera und das war's. Ganz viel Kabel und mehr nicht. Sehr schön. Ja. Bam. Wenn du da hinten den Jan stehen siehst, ne? Und ja. Hier dieses grauenhafte Instrument. Boah, ey. Wie sauer bist du, dass wir einen Schlagzeuger in der Band haben? Keine Ahnung, dafür gibt es keine Worte. Das ist einfach keine Ahnung. Aber warum? Nur weil man da so viel schleppen muss? Das ist einfach unpraktisch, es ist laut, ja. Es ist sperrig. Und wir müssen das schleppen. Genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Ich hasse Schlagzeuger. Ja. Okay, ich hasse auch Schlagzeuger. Guck mal, da hinten ist der junge Filmemacher Richard Freuzheim. Boah, ganz künstlerisch. Steven Spielberg bin ich. Mindestens. Du bist vielleicht ein Charakter von Steven Spielberg. Ja, auf jeden Fall. Also, Indiana Jones oder was? Filmt er die ganze Zeit sein Auto da hinten? George Lucas bin ich. Star Wars Power. Es wird schon dunkel auf jeden Fall hier. Müssen wir mal gucken. Wir überlegen vielleicht sogar, wir haben jetzt gerade die Lichter. Mo, mach das mal da ganz kurz für den Vlog einfach. Wir wollen ja Licht von hinten lassen, ne? Aber es sieht sogar noch cooler aus. Du kannst jetzt gleich durch die Kamera sogar sehen, wenn das Licht sich so ein bisschen bewegt. Mhm. Das heißt, der Mo macht das mal. Ne? Also das kann sich echt dabei so ein bisschen bewegen sogar, finde ich. Ja. Vielleicht nicht zu hektisch so, ne? Aber wie so ein Leuchtturm so ein bisschen. Ja. Selbst wenn er das nur ganz langsam innerhalb von einer Minute so ganz langsam von A nach B rüberzieht, das könnte ja schon reichen.
Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier. Oh, das sieht jetzt schon geil aus, ne? Guck mal, siehst du das hier drauf? Ja, warte. Scharf stellen. Ja. Jetzt, ja. Ne? Krass auf einer Red, das sieht einfach krass gut immer aus. Das sieht immer so direkt nach Film aus. Ja. Ich hoffe, unter euch ist der ein oder andere Walking Dead Nerd, so wie ich es einer bin. Guckt euch mal bitte hier diese Location an, das sieht so krass nach Walking Dead aus. Bam, diese mega coole alte Scheune. Sag mal so, wenn ich den Mund aufmache, fallen sie raus wahrscheinlich, ne? Ja, scheiße. Aber du kannst halt den hier machen, sag. Ja. So. Krass. Zeig mir das. Ja, ich mach mal mit Blitz, das ist geiler wahrscheinlich. Alter, das sieht mega aus. Ja, wir haben jetzt gerade da oben tatsächlich noch ein Fenster aufgemacht und dadurch, dass wir das Fenster aufgemacht haben und gleichzeitig da rechts durch die Ecke der Nebel, durch die Nebelmaschine kommt, haben wir jetzt hier so einen richtig schönen Lichtschleier quasi, der das ganze Bild einfach wirklich richtig sexy macht. Also ich bin super zufrieden. So, ich sag jetzt Bescheid und du schüttest was ein, okay? Mhm. Weil mich. Warte, lass mal Wolfgang das machen. Wolfgang, schütte mal ein. Ja. Und bitte. Stopp. Okay, kannst du kurz abstellen. Münzenaugen. Genau, und dann. Du kannst die Grillzeug erstmal raustun, ne? Meinst du? Achso, hast du schon. Oh, jetzt habe ich sie verschluckt, scheiße. Und bitte. Ja. Ist auch eine Aufnahme. Da ist die Band und hier versuchen Leute zu arbeiten. Aber erstaunlich textsicher. Würdest du sagen, dass so eine Red-Kamera eine Diva ist? Auf jeden Fall. Die also, stellt sich an, oder? Die stellt sich nicht nur an, also jetzt habe ich gerade zum Beispiel ausgemacht und das Anmachen dieser Kamera dauert 2-3 Minuten. Wieder her, da kannst du nicht mal eben sowas filmen, so schnappschussmäßig, ne? Es dauert halt wirklich alles und braucht seine Zeit, ne? So, und jetzt probieren wir mal was aus, und zwar, Wolfgang, du greifst jetzt gleich einfach und nimmst das Brot mal aus dem Bild raus, okay? Du mit dem Licht wieder ran. Noch näher. Passt. Ja, und Wolle, bitte. Okay, jetzt ist live im Bild. Und Wolle, bitte. Oh, ich glaube, das war sexy. Okay, Kerzen weg. So ist diese Datei jetzt schon 4 GB groß, ne? Was? Ja, deswegen. Ich muss halt für jedes Projekt, für euer Projekt, habe ich eine Festplatte kaufen müssen. Was? Nur um die Daten zu sichern. So, weißt du? Das war so diese 15 Minuten. Das war aber die komplette Festplatte voll. Wolfgang, und bitte. Ja, dahin. Bisschen zu mir noch. So, hier wäre super. Mhm. Okay. Warte, Schulter links. Genau. So. Ja. Ja. Und dann mache ich da so ein Fokus-Shift. Genau. Okay, Mo. Ja. Also, ich mache es folgendermaßen. Er macht jetzt gleich Nebel. Mhm. Und du musst dann auch gleich ordentlich Nebel machen, ne? Ja. Und du machst es dann genau dahin und dann brichst du es und beim Brechen kannst du so richtig so. Weißt du? Ja, wie gesagt, es wird mehr ein Reißen, ne? Genau, eher so ein Reißen, ja. Genau. Versuch es beim Reißen aber dort zu lassen, okay? Okay, ja. Alles klar. Mo, Nebel. Wolfgang, und bitte. Und stopp, Nebel. Und bitte, Wolfgang. Reiß es nicht, reiß es nicht, reiß es nicht. Abbruch, Abbruch und nochmal auf Anfang. Bisschen Nebel nochmal. Ja. Jetzt. Okay, dann ist egal. Wolfgang, und bitte. Ja. Halt die Hand mal kurz dahin quasi. Ja, und da richtig zerdrücken. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr so, okay? Mhm. Genau. Und immer schön viel ausatmen, spucken und so weiter und so fort, ja? So. Irgendwann kommt die Zähne mit, ne? Ja. Ich bin soweit und bitte.
Ja, danke. Ja, 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 ja. Okay. Bisschen Nebel? Nebel, ein bisschen? Danke, reicht, reicht, ja. Bisschen zu mir pusten noch. Und bitte, Wolle. Genau das, genau das. Geschlossenen Mund, wenn du kannst. Ja. Ja, jetzt haben wir genug von den. Die haben wir, die sind gekauft. Warte, bleib genau so. Mehr? Und sauern. Warte mal kurz, ich hab noch welche in der Hand. Ja. Oh ja, das mit dem Saft, die ging's geil. Ja, die Hände. Schmiede durch den Bart und so weiter. Ja, die Ringe. Genau. Ja, Mann, okay. Alle Aufnahmen, die wir gerade gemacht haben, können wir eigentlich wegschmeißen. Wirklich, die brauchen wir nicht. Wir brauchen nur diese eine Aufnahme. Die ist so geil. Einmal noch. Doch, reicht, reicht. Einmal so spucken dabei so. Mit den Zunge über den Lippen. Weiter, weiter. Das sieht gut aus. Jetzt wieder deine Daumen und Finger so ein bisschen ablecken. Der liegt genau von der linken. Ja, steck mal so richtig rein, den Zeigefinger so. Ja. Einmal noch bitte. Also mit dem nur mit den Fingern. So geil, ey. Okay, 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 okay. Reicht erstmal? Ach, schade eigentlich. Ich mache das. Mach mal weiter. Das echt? Endlich mal normale Leute. So, und jetzt bitte nicht auf die Kamera spucken, okay? Das heißt, dann noch einfach nochmal so ein bisschen so trinken, vielleicht auch. So ein bisschen könnt auch oben spritzen. Lass sein. Gurgel so ein bisschen und so weiter. Und dann, genau, du kannst so machen. Du kannst dir den Mund schütten, ne? Und dann deine Hand zu nehmen und dabei das so rauslaufen lassen. So, weißt du, während du deine Hand da so vorhast. Hauptsache nicht aufs Objektiv, nein, aber es kriegt hin. So. Bist du gut versichert, oder? Ja, schon, aber ich will ja noch drehen heute. Und bitte. Jetzt bist du auch richtig wild. Nebel noch. Jetzt noch den Daumen so ablecken. Dann, gekauft. Das war's. Und soll ich dann jetzt auch schon gleich irgendwie hier Geld werfen oder so? Oder machen wir jetzt einfach straight diesen Part durch? Mach erstmal nur den straight diesen Part durch, okay? So, ich bin soweit. Fabio, du auch? Mhm. Kamera läuft. Guck mich mal kurz an, Fabio. Alles geben, komplett auspassen. Auf hier hoch. Wie du willst, lass es einfach aus. Selfishness needs no prayers. Selfishness needs no worship. Selfishness needs no prayers. Und bitte. Boah, Alter, richtig evil, ne? Richtig gut, ey. Ja. Riesenprops an Wolfgang für seinen Einsatz und seine Skills. Schaut auf jeden Fall bei ihm bei Instagram vorbei. Vielleicht habt ihr auch irgendein Projekt, wo das mit ihm passen könnte. Ich kann auch anderes als Papst. Ja, das glaube ich dir. So, der Wolfgang ist ja mittlerweile weg. Sein Part ist fertig. Jetzt geht es hier noch darum, die eigentliche Band-Performance in den Kasten zu bekommen. Ihr seht es da hinten, das führe ich euch gleich nochmal rum. Da ist schon mal hier unser Equipment aufgebaut, wie jetzt auch bei einer Live-Show am 18. Diesen Samstag, 18. Januar. In Koblenz spielen wir da. Auf jeden Fall ja, wird jetzt einfach aufgenommen, wie wir den Song spielen und dann mit den anderen Szenen zusammengeschnitten. Da haben wir den Richard.
Hallo. Der spielt Gitarre und hat auch hier seine ganzen Pedale am Start. Der Patrick, der Bass spielt. Der Jan, der Schlagzeug spielt. Und da vorne ist unser zweiter Gitarrist, der Yannick Erber, der sich hier gerade heldenhaft um den Strom kümmert. Boah, sexy, Alter! Okay, Kevin? Sexy. Kevin, einmal kurz da hinten hingehen. Das hintere Licht muss ein bisschen weiter nach links noch, damit versuch mit dem Licht mich zu treffen. Weil das gerade viel zu leise, ne? Also allgemein so. Und jetzt schauen wir mal hier so an. Also, obwohl so geht's gerade noch, ne? Du bist schon dunkel, ne? Ich mach mal kurz eine Testaufnahme. Zack. Okay, und jetzt kommen wir kurz rüber. Schau dir das mal kurz an, was ich hier mache. So. Von vorne sieht die Helligkeit ungefähr so aus. Mhm. Ne? Mhm. Wenn ich dich ab und zu mal so filme, ja, dann bist du viel, viel heller. Ja. Das heißt. Aber ich guck dann mal nach vorne oder soll ich mal. Schalt die Kamera einmal so ein bisschen. Okay. Du kannst auch mit der Kamera stehen, so wie letztes Mal. Ja. Ich mach jetzt nur so ein paar Durchläufe, okay? Dass halt direkt losgeht. Ne? Das gibt einem gar nicht so Vorlauf. Ja, das ist echt. Aber egal. Wir kriegen das hin. Das Video wird egal. So. Kamera läuft. Kevin. Das sieht man nicht, das ist das Ding. Alter, ist das geil. Ja, ja, deswegen. Die Decke ist der Hammer. Ja, ja. Ja, die Decke krass. Ist bombastisch. Ich bin auch komplett, also mein linkes Ohr ist komplett taub ungefähr. Eigentlich müssen wir das echt mit Kopfhörern, also mit Oropax müsste ich es machen. Also, weil es ist so, ihr bewegt euch so viel mehr als beim letzten Mal. Und ich habe halt die Blende noch auf 1,8 jetzt. Im Gegensatz, letztes Mal hatte ich die auf 2,5 oder sowas. Und dadurch, dass die auf 1,8 ist, sollte ich 1 mm bewegst, bist du out of focus. Deswegen bin ich. Deswegen sind auch voll oft so unscharfe Momente, aber das gehört zum Stil. Das passt ja jetzt voll dazu. Sieht geil aus. Keine Frage. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass wir einen kompletten Take zu jeder einzelnen Person machen. Oder ob ich von Gitarre zu Gitarre die ganze Zeit zu irgendjemandem switchen muss. Das müssen wir gleich mal schauen. Ja. Weil das Licht verändert sich jetzt halt auch enorm die ganze Zeit. Ne? Und bitte! Wieder alle auf Position. Position. Dreh dich mal ganz kurz ein bisschen so zu mir.
Irgendwann überschreiten wir die Grenze. So sehe ich voll viel von dir. Da wird's mach ab und zu ein bisschen auch hier in Gesicht. Ja, endlich wieder. Okay? Alles klar. Stehst du eine ganze Weile so, und das ist, sah ziemlich gut aus. Ja, nee, dann passt das ja. Jungs, das ist gekauft. Ja. Weil ab jetzt ist auch komplett dunkel. Wir haben alles, was wir wollen. Also letzte Worte jetzt zum Tag einmal zusammenfassen. Wir sind jetzt gerade fertig. Mein Arm hält das auch nicht mehr lange mit so. Meine Ohren sind komplett im Eimer, aber ich glaube, es geht uns allen so. Beim letzten Mal beim Wolfsvideo war das nicht so, weil vermutlich die Halle war einfach viel größer. Wir hatten viel mehr Pausen, konnten was trinken und so weiter und so fort. Und hier mussten wir jetzt gerade richtig Gas geben, weil einfach das Licht immer weniger geworden ist. Das Strom hat irgendwann kurz Probleme gegeben, wo wir ungefähr eine halbe Stunde verloren haben. Also es war so ein bisschen ein Kampf gegen die Zeit. Aber ich muss echt sagen so, ihr habt ja jedes Mal so ein bisschen auf die Aufnahmen geguckt. Das sah richtig, richtig fett aus so mit dem Licht wieder. Also ich glaube, ich werde mich heute Nacht dran setzen. Das Ding wird heute fertig geschnitten. In der ganzen Nacht. Morgen gibt es einmal nochmal Feedback von Fabio und dann in 3 Tagen wird es veröffentlicht oder so? Donnerstag. Donnerstag. Also heute ist Montag, 3-4 Tage, dann wird schon veröffentlicht. Also ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß und jetzt checkt mal das Musikvideo ab, irgendwie im Link da unten oder irgendwie sowas. Fabio macht das schon. Haut rein.